Logo in eine Kappe oder in ein Hemd oder in ein Polo zu sticken, brauchen wir von euch eine saubere JPEG-Datei oder auch am besten eine Vektordatei. Euer Material wird eingespannt mit speziellen Spannrahmen, Magnetrahmen und dann in die Maschine gelegt. Diese Vektordatei wird in einem speziellen Punch-Programm umgewandelt in eine Stickdatei, in eine sogenannte Stickkarte. Das heißt, der Maschine wird mitgeteilt, wo genau die Stiche zu setzen sind. Sollten Handtücher oder Frottiware bestickt werden, wird oben auf das Material noch eine wasserlösliche Folie gelegt, um die Maschen von der Frottiware runterzudrücken, um ein klares Stickbild zu erhalten.